Ja, guten Morgen, zurück aus Chiang Mai. 2. Januar 2022. Ich hoffe, jeder ist gut reingerutscht. Ich wünsche viel Gesundheit, ein frohes, langes Radfahrleben, sturzfrei. Und für mich geht es heute auf eine kleine Runde, 45 Kilometer, so ein bisschen in den Osten raus, eine kleine Schleife, kommt dann über den Norden wieder rein. Alles flach, schön gemütlich. Die Berge sind auch noch dran, irgendwann die Tage, aber heute lassen wir es wieder ruhig angehen. Wir waren ja gestern schon ein bisschen faul hier mit Chiang Mai. Ein bisschen rumgecruised und ja, vielleicht am Ende noch ein Besuch bei dem einen oder anderen Bikeshop, mal gucken. Ich nehme die Kamera mit, zeige euch das. Und ja, das eine ist, ist auch schön hier. Ah, ist mächtig was los. So eine Art, weiß nicht, Markt oder Festival. Das eine ist Kase Bikes, das kenne ich vom Kanal Two Wheels Cruise. Shoutout geht raus, danke für den Tipp. Die haben wohl recht günstige Bikes, die will ich mir mal angucken. Ja, vielleicht, wenn es geht, besorge ich mir eins. Mein anderes, mein Canyon, haben sie ja zusammengefahren und zweites Bike ist ja nie verkehrt als Ersatz. Mal schauen, ich gucke mich mal um und jetzt geht es erstmal weiter auf die Piste. Visions turn to gold and now we're blacking out. So we pull our feet through the gravel and stone and the season storm is gonna be unknown. Hier fährt man immer wieder an so Bananenplantagen oder Bäumen vorbei. Hier sieht man sie. Da hängen sie. Ja, ich würde mir jetzt gerne welche holen, aber jetzt keine Lust, durch das Gestrüpp hier zu gehen. Ich denke mal, das gehört auch irgendjemandem. Aber ja, der Gedanke ist schon verlockend, jetzt da zuzugreifen. Jetzt bin ich doch glatt hier an Kase Bikes vorbeigedonnert. So unscheinbar war das hier auf der rechten Seite. Wohl ist doch ein größeres Gebäude, aber irgendwie ist es an mir vorbeigesegelt. Aber es waren ja nur 100 Meter. Jetzt schauen wir mal, was sich da für Schätze verbergen. Ja, so wie es aussieht, leider geschlossen.
heute immer noch zu. Sorry, we are closed. Okay, da müssen wir wann anders herkommen. Aber auf jeden Fall komme ich noch mal her, weil das schaut schon mal ganz cool aus hier. Wir haben viele Mountainbikes, Falträder sehe ich, so Citybikes, aber eben auch Rennräder, und die will ich mir angucken. Da drüben stehen welche. Die schauen wir gleich mal uns an hier durchs Schaufenster. Yes! Geil, guck! Oh yeah, das schaut schon mal geil aus. Oh oh oh. Mal gucken, dass der Frankenbetterler da nicht schwach wird. Das sieht schon mal ganz cool aus. Rot, schwarz. Die Farben vom ersten FCN würde auch passen. Jetzt ist die Frage, wann machen die wieder auf? Ja, jetzt müssten wir Thai können. Auf jeden Fall Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag und Feiertage geschlossen und Lunchbreak 12.30 Uhr bis 13 Uhr, halbe Stunde. Ja, das sind doch mal Zeiten, ne? Bei uns aber gleich hier 2 Stunden oder so zugemacht oder von 12 bis 3 oder sowas. Die machen eine halbe Stunde und dann wird weitergemacht. Ah, schade. Okay, gut, dann bleibt die Vorfreude bestehen, ich komme noch mal her. Und dann gibt es vielleicht noch mal ein Video drüber. Ja, jetzt habe ich gerade noch mal hier über mit Google Übersetzer das eingescannt und übersetzt. Heute ist ja Sonntag, klar. Aber nicht überall ist sonntags geschlossen. Hätte ja sein können, dass die trotzdem aufhaben. Manche Geschäfte, auch Radgeschäfte, haben wir offen. Aber das sagt wohl ab 3. Januar geht es weiter wieder mit dem Betrieb. Also schauen wir dann nächste Woche noch mal her. Und dann bin ich sehr gespannt, was die hier für Schätze auf Lager haben. Die Kaffeebar haben sie auch. Das ist schon mal gut. Wieder zurück in Chiang Mai. Ich habe mir gleich mal hier die Maske aufgezogen. Hier muss man ja auch außerhalb, also auf der Straße, eine Maske tragen. Eben bin ich an einem Polizeiposten vorbei. Der hat mich quasi daran erinnert. Der hat zwar nichts gesagt, aber das hat mich dann daran erinnert. Upsala, da war doch was. Ich meine, draußen am Land ist es jetzt nicht so dramatisch, aber naja, in der Stadt sollten wir es vielleicht machen. Wobei, bei Sport gibt es ja eine Ausnahme. Jetzt weiß ich noch nicht, ob Radfahren da mit dazugehört. Das ist ja alles immer so schwammig hier. Also im Gym ist es definitiv so, dass man keine Maske tragen muss. Draußen auf dem Rennrad, keine Ahnung. Ich ziehe sie mir halt so an, wie sie jetzt da ist. Und der gute Wille ist gezeigt. Gut, genug über Masken geredet. Heute mal ein bisschen ein kürzeres Video. Zur Abwechslung zu den sonstigen langen, epischen. Ich hoffe, es hat soweit gefallen trotzdem. Ich ziehe mir jetzt was zum Essen rein, hau mir was hinter die Kiemen. Und vielleicht später noch zu Triple S. Ich muss mal gucken. Das sind ja hier diese Jersey-Hersteller. Das
sind ja hier auch in Chiang Mai ansässig. Aber vielleicht haben wir auch zu, weil es ist ja auch Sonntag heute. Aber mal gucken. Und ansonsten geht es heute Abend noch auf den Nachtmarkt. Sonntag ist immer Nachtmarkt. Den schaue ich mir an. Da nehme ich auch die Kamera mit, zeige euch das ein bisschen. Ist dann ein bisschen ein anderes Video als sonst. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gebt mir einen Daumen hoch, runter, waagrecht, wie ihr wollt. Abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, teilt das Video, ganz wichtig. Und ja, haltet mir die Ohren steif, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.